Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Festival Tycoon. Wir haben im letzten Part dieses schöne Fest aufgebaut und können jetzt endlich loslegen mit dem Tigerfest. Ich muss das nur noch umbenennen, weil ich es gerade sehe. Das ist das Tigerfest natürlich wieder. 2 Tage dauert es erstmals. Ja, wir haben alles geplant. Ticketverkauf, Line-Up, Sponsoren. Ich weiß nicht, gibt es hier noch irgendwas? Ich glaube aber nicht. Ja, wir können loslegen. Wir starten das Festival. Ich bin sehr gespannt. Bin sehr gespannt, was das gibt. Gleich fertig. Ja, jetzt lädt er auch ein bisschen länger. Ist halt auch das größte Tigerfest, das es jemals gegeben hat. So. Gut. Ich gehe erstmal auf Pause, bevor wir irgendwas machen. Was ist das hier? Trägerinnen. Was könnt ihr machen? Ach, ihr seid fürs Lager zuständig, oder? Wir haben ja jetzt hier erstmals diesen Lagerschuppen. Ich glaube, dafür seid ihr zuständig. Ja. Dann kommst du mal hier hin. Wen habe ich jetzt eigentlich ausgewählt von euch beiden? Ich weiß es gar nicht mehr. Du kommst hier hin. Und du kommst hier hin. Genau, das sollte passen. Es sind nur 2. Na gut. Ist okay. So, dann haben wir hier natürlich noch unsere Abwasserentwertung. Ja, da brauchen wir eigentlich nur einmal hier für die Toiletten. Das reicht dann. Dann haben wir hier das Sicherheitszelt. Ja, das ist wichtig. Security einmal hierhin. Einmal hierhin. Einmal hierhin. Dann gucke ich mal, wie viele noch übrig sind. Haben wir dann noch einen? Nee, doch. Wer bist du? Security, genau. Du kommst dann noch irgendwie hier hin. Dann sind die so halbwegs verteilt. So, die Reinigungskräfte sind natürlich ganz besonders wichtig, dass wir die irgendwie verteilt bekommen. Denn hier wird es natürlich eine sehr hohe Schmutzentwicklung geben. Da bin ich mir sicher. Das heißt, die müssen verteilt werden. Vor allem hier natürlich, wo gegessen werden kann, wird einiges an Schmutz abfallen. So, dann haben wir die auch verteilt. Dann die Mechaniker, die kommen überall hin, wo es irgendwelche Stände gibt und irgendwas kaputt gehen kann. Hier einer, hier unten noch einer hin. Habe ich dann alle verteilt oder steht da noch einer? Einer steht da noch. Du kannst dann noch hier an den Rand. Sanitäter müssen auch halbwegs gleichmäßig verteilt werden. Es kann nämlich überall sein, dass mal jemand umkippt oder sich jemand schlägt und dann halbtot auf dem Boden liegt. Das heißt, die müssen auch überall stationiert sein. Gut, dann haben wir das erledigt. Ja, hier gibt es noch 2 Reinigungskräfte, die ich noch nicht zugeteilt habe. Ja, Kommt hier noch einer hin und irgendwie hier noch an den Eingang. Ah, da ist schon einer am Eingang. Nee, dann kommst du irgendwie hier hin. So, die Zelte werden aufgebaut. Die Leute strömen rein. Schaut euch das mal an. Hier gibt es gar kein Ende mehr. Was denken denn die Leute? Sehr dreckig. Ja, ach komm, du bist 2 Minuten hier und es ist schon dreckig. Du willst mich doch auf den Arm nehmen. Ausgezeichnete Qualität. Das klingt doch schon mal gut. So. Schaut euch das an. Da ist jemand verletzt. Ja, wir haben Sanitäter. Die sollten eventuell irgendwie in der Nähe sein. Ist, ja, oder? Sind geheilt. Okay, gut. Die haben sich hier beim Volleyballspielen verletzt, oder wie? Und schaut mal, wie viele Zelte hier schon stehen. Ich werd verrückt. Ich werd verrückt. Haben die Putzpersonal? Ausgezeichnete Qualität. So, hier die VIP-Gäste, die gehen in ihre Bungalows rein. Wie sieht's mit der... Oh, was ist... Das, so, Zufriedenheit schaut gut aus soweit. Ja, kann man sich nicht beklagen. Bandmitglieder sind natürlich noch keine angereist. Die können demnach noch nicht zufrieden sein. Ist klar. So, hier haben wir den Grillplatz. Und schaut mal, ich würde sagen, die Weinbar ist ein voller Erfolg, so wie das aussieht. Die ist gut besucht. Das sind einige Leute. Ausgezeichnete Qualität. Mhm.
Die VIP-Gäste spielen hier natürlich auch Golf. Das sollte, ja, die sind sehr zufrieden. Man weiß ja, Golf spielen, der Sport der Wohlhabenden, und daher passt es natürlich zu den VIP-Gästen. Genau, Toilettencontainer, da sollte ein Mechaniker in der Nähe sein, genau. Weil wenn hier die Toiletten ausfallen, das ist nicht so lustig. Ja, nee, jetzt habe ich irgendwas gemacht, was ich nicht wollte. Toiletten sollten möglichst nicht ausfallen. So, die Leute heben hier auch schon fleißig Geld ab. Das gefällt mir. Das möchte ich so sehen, dass alle schön ihr Bargeld abheben und das hier ausgeben. Wunderbar. So, bei den Zelten ist gerade niemand. Die tümmeln sich alle hier vorne bei den Ständen oder da hinten beim Merch. Sehr schön. Können wir auch mal ein bisschen vorspulen. Denn wir können uns jetzt, eigentlich können wir uns jetzt zurücklehnen und zusehen, wie das Festival so seinen Gang geht. So. Verstopfung ist auch behoben. Wunderbar. Ja, die Besucher, die sind alle sehr zufrieden. Ausgezeichnete Qualität. Wunderbar. So, jetzt ist hier unten kaum noch was los. 23 Uhr, die Leute haben gegessen. Die machen jetzt vor allem. Ja, was machen die? Die gehen hier hin. Sehr interessant. Was gibt's denn hier? Ach, Süßigkeiten. Ja, die kommen ganz gut an, die Süßigkeiten. Wie sieht's mit dem Schmutz aus? Ich würde sagen, das ist alles sehr sauber hier. Gut, hier ist ein bisschen Schmutz. Aber alles in allem ist das hier eigentlich sehr sauber. Also ich weiß nicht, was hier manche Tweets sollen, was das heißt. Es gibt keine VIP-Gebäude. Hier ist eins, 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 hier ist was für VIPs, hier ist was für VIPs. Also, es gibt keine VIP-Gebäude. Was ist das denn für eine Dreistigkeit? Lange Wartezeiten. Ich sehe hier leider keine Warteschlangen. Tut mir leid, das stimmt auch nicht. So, die Leute gehen so langsam schlafen, glaube ich. Hier gibt es noch ein paar Gruppen, die aber jetzt auch in ihre Zelte gehen. Genau. Gut. Zufriedenheit, also normale Besucher sind mega zufrieden. VIPs eigentlich auch. Bands kommen erst noch, aber ich denke, denen wird es auch gefallen. So, wir haben schon mal einen guten Festivalgewinn. Klar, wir haben jetzt natürlich auch teure Bands gebucht. Das darf man nicht vergessen. Dadurch sinkt der Festivalgewinn natürlich diesmal relativ stark, aber ich denke trotzdem, dass das ein sehr erfolgreiches, profitables Jahr werden wird. Da mache ich mir keine Sorgen. So, überall sauber hier. Das ist kein. Ist das. Ach, das ist Schmutz? Okay. Ja, wo ist hier das Putzpersonal? Warum stehst du da? Putz mal, hier ist viel Schmutz bei den Zelten. Du da, du da, du da. Halt, ich möchte dich auswählen. Hallo, ich möchte dich auswählen. So, jetzt kommen die Tagesgäste. Und eine Band ist angekommen. Die muss ich begrüßen. Tagesgäste und die Bands sind da. Wunderbar. Ja, die Tagesgäste bringen jetzt nicht so viel Geld, aber durch die gibt es hier natürlich noch mehr Verkehr. Und wo kommt hier Musik her? Hier irgendwo, oder? Ist die weg? Okay. Ist ja skurril. Lager ist leer, aber wir haben ja unsere Leute, die Lager auffüllen. Genau. Fanartikel verkaufen sich gut. Na, ich möchte eigentlich die Souvenirartikel auswählen. Danke. Die verkaufen sich auch gut. Kann man nichts sagen. So, hier mit dem Wein haben wir schon ordentlichen Profit gemacht. Der kommt sehr gut an. Und hier mit unserem Grillstand natürlich auch. Wunderbar. Und hier ist einiges los. Das muss man ja wohl mal sagen. Hier ist einiges los. Es geht echt rund hier. Ich bin begeistert. Leute sind noch zufrieden. Die Bands sind auch sehr zufrieden aktuell. Ausgezeichnete Qualität. Es gibt VIP-Gebäude. Was sind denn das für blöde Insider? Ihr spinnt doch.
Hier, das ist für VIPs. Das ist für VIPs und kommt auch sehr gut an. Das hier ist für VIPs. Also ich bitte euch, wir haben hier fast. Ja, wir haben hier einen eigenen Bereich für VIPs so gesehen. So, ihr werdet begrüßt, selbstverständlich. Und nach der Begrüßung holen die sich erstmal Zuckerwatte. Interessant. Und haben die Süßigkeiten den Stand zerstört? Was seid ihr denn für Randalierer? Ihr spinnt doch. Unfassbar. Boah, ist echt unglaublich, was hier los ist. Das muss ich immer mal echt sagen. Also hier geht's echt ab. Hier sind richtig viele Leute. Ich bin begeistert. Und hier wird's sehr eng. Schon wieder vor den Geldautomaten gibt's hier irgendwie eine kleine oder größere Menschenansammlung. Boah, die holen eben echt alle Geld ab. Ich werd verrückt. So, die erste Band spielt ab. Hier, was ist denn das? Wie viel Uhr ist das? Irgendwie 17 Uhr, glaube ich, beginnt's. Ja, die Leute gehen schon mal auf die Bühne, weil die wissen, gleich geht's los mit Live-Musik, mit der ersten Band des diesjährigen Tigerfests. Genau. Wir wechseln mal die Perspektive. War schon cool. Hurra, schön, gut. Das war's mit der ersten Band. Jetzt haben die Leute noch mal Zeit und Gelegenheit, Merch zu kaufen, Wein zu trinken, zu grillen oder anderweitig für Verpflegung zu sorgen. Das ist ja extra bewusst so im Plan hinterlegt, dass die Leute nach jeder Band Zeit haben, um Geld auszugeben. Das habe ich ja bewusst so gemacht. Oh. Da spielt die nächste Band und oh, da rasten die Fans ein bisschen mehr aus. Was ist denn hier los? Schaut euch das an. Boah. Das war lustig. Schön. So, hier hinten haben wir immer noch diese Menschenansammlung, aber es wird ein bisschen weniger, glaube ich. Ey, schaut euch das mal an. Spinnen die? Ja, normale Besucher sind aber mega zufrieden. VIPs eigentlich auch, Bands auch. Also man kann sich nicht beklagen. Die Leute sind eigentlich schon zufrieden. Du kannst mal sauber machen, genau. Da spielt die nächste Band und der nächste Moshpit. Ich glaube, so nennt man das, oder? Ich bin kein Experte, was Festivals angeht. Ah, das ist der Headliner des heutigen Tages. Die spielen gleich 2 Stunden. Und die kommen auch richtig gut an. Schade, das wird immer wilder hier, der Moshpit. Ist ja unglaublich. So, sehr schön. Gut, das war's mit den heutigen Bands. Die gehen zurück. Ja, entweder reißen die jetzt ab, die Tagesbesucher, und die anderen, die gehen jetzt zu ihrem Zeltplatz.
Ist lustig, wie sich das eigentlich in zwei Teile aufteilt. Die einen gehen direkt zum Zelt, die anderen gehen wahrscheinlich zum Bus oder holen sich noch irgendwie was zu trinken oder müssen auf Toilette oder was auch immer. Interessant, wie sich das jetzt wirklich in zwei fast gleich große Gruppen aufgeteilt hat. Aber ja, ein großer Teil geht doch zurück zum Bus. Also wir hatten einiges an Tagesbesuchern. Das lohnt sich dann eben schon auch, das Geschäft mit den Tagesbesuchern. Das darf man nicht unterschätzen. Und was auch beachtlich ist, Geschäftseinnahmen 55.000. Schon krass. Und das, obwohl wir jetzt noch einen Tag haben. Also respektabel, auf jeden Fall respektabel. So, wo ist denn hier irgendwie ein. Hier, ihr macht mal. Ich werfe euch das mal hin. Hallo, ich werfe euch das mal hin und. Achso, ich kann das noch nicht hinwerfen. Jetzt kann ich es hinwerfen. Hier, werfe ich dir das hin, dann macht ihr das sauber. Genau, sehr schön. So, die Leute gehen langsam in ihre Zelte. Es wird leerer und ruhiger im Tigerfest. Und da ist eine Band angekommen. Apprehensive Highway. Ich grüße euch. Ihr seid heute am zweiten Tag die erste Band. Die spielen um, was ist das, 8 Uhr oder so. Man kann das leider nicht genau sehen. Die sind zwar um 3 Uhr angereist, aber wann die jetzt wirklich spielen, das lässt sich nur erahnen. So, Hotel Very ist auch da. Willkommen. Ah, 19 Uhr stand da. Um 19 Uhr spielen die. Okay. Minigolf ist defekt. Haben da die VIP-Gäste rumrandaliert oder wie? Und Bistro ist defekt. Da, wo die Bands gerade waren. Also, die Bands zerstören uns irgendwie immer die Stände, habe ich so den Eindruck. Was seid ihr denn für Randalierer? Yusuf Henderson. Ist sehr zufrieden. Qualität von großer Eingang mag er. Okay. Interessant. Ja, es ist sehr ruhig aktuell. Die Leute schlafen. Es ist nicht mal 6 Uhr. Andere Bands vom Vortag reisen ab. Dafür kommt hier die nächste Band. Willkommen. Seid gegrüßt. Recover Print, um 22 Uhr spielen die heute. Und da kommen die Tagesgäste auch schon. Die ein Ticket für den zweiten Tag haben, ohne Übernachtung, die strömen jetzt hier auch rein und freuen sich auf gute Musik, denn heute spielen ja noch bessere Bands als am Vortag. Heute spielen die ja noch besseren Bands und um, ich glaube, 22 Uhr spielt mit The Warm Choice der absolute Headliner des diesjährigen Tigerfests. Da lohnt es sich auf jeden Fall, so ein Ticket zu kaufen. Ganz klar. So, die Leute sind alle sehr zufrieden. Also ich muss schon sagen, das ist ein sehr gelungenes Tigerfest bis dahin. Ich denke, das wird auch so bleiben. Und da spielt. Nee, da spielt keine Band. Wo kommt denn die Musik her? Irgendwo hier kommt Musik her. Verstehe ich gar nicht. Und die Musik ist weg. Ich weiß nicht, ob das ein Bug war oder ob hier irgendwie jemand seine Musikbox angemacht hat hier in den Zelten, keine Ahnung. Weil die ersten Bands, oh, spielen ja erst noch. Aber die Leute versammeln sich jetzt schon vor der Bühne. Die Leute sind motiviert, die Leute freuen sich auf gelungene Musik. Und heute sind mehr Leute da, oder? Ich glaube, hier sind mehr Leute vor der Bühne. Oh, da spielt die erste Band schon. Da bildet sich auch schon ein Moshpit, natürlich. Also ich finde das wirklich lustig, diese Moshpits hier in dem Spiel. Das ist schon wirklich. Finde die lustig irgendwie. Man sieht auch hier laufen kaum Leute rum. Alle sind hier vor der Bühne und feiern zur ersten Band des Tages. Sehr schön. Leute sind sehr zufrieden. Oh ja, sehr positive Tweets. Ausgezeichnete Qualität. Das ignorieren wir mal. Das beste Festival der Saison. Fans sagen ja. Eine super Show. Super Show. Das beste Festival der Saison. Ja, eine super Show. Okay, also das Fest kommt richtig gut an. Das kann man mal so sagen. Das läuft sehr gut. Die Leute sind sehr happy. So, und da spielt die zweite Band des zweiten Tages. Da bildet sich auch direkt der nächste Moshpit. Da muss man gar nicht lange warten. Und da ist The Warm Choice, der Headliner des heutigen Tages, müsste das sein.
Ist, ja, das ist der Headliner des heutigen Tages. Genau, The Bomb Choice ist angekommen. Da freuen sich die Leute doch sicherlich. Genau, The Bomb Choice bereitet gerade die Show vor, ist aus dem Bus ausgestiegen. So, hier alle sehr positiv beeindruckt von dieser Live-Performance hier. Ja, also 0,9, 0,9, alles sehr zufrieden. Bandmitglieder finden es auch toll. Ja, sehr gelungen, muss man sagen. Lager von Süßigkeiten? Ja, kann da niemand das Lager irgendwie auffüllen? Du bist auf dem Weg, oder? Nee, du bist ein Mechaniker. Warum kann denn hier niemand das Lager auffüllen? Träger? Keine Ahnung. Hier. So, da kommt Sense Beyond Construction. Willkommen. So, hurra, hurra, hurra. Die nächste Band hat gespielt. So, da gehen einige Leute jetzt auch weg, verlassen. Nee, verlassen den Bereich hier nicht. Okay, ich dachte, die hätten sich jetzt was, hätten sich was zu essen holen wollen oder so. Aber die bleiben hier natürlich vor der Bühne und warten sehnsüchtig auf die nächste Band. Getränke sind leer, ja. Wo haben wir denn hier Träger? Träger, Träger, Träger. Bistro. So, das ist eine Metalband, das hört man. Und die kommt auch richtig gut an. Die Leute rasten aus, die Leute feiern, als gäbe es keinen Morgen. Schön. So, jetzt spielen noch zwei Bands, glaube ich. Genau, hier spielt Sense Beyond Construction für eine Stunde und dann der Headliner, The Warm Choice, 2 Stunden lang. Und dann war es das. Aber jetzt kommen noch zwei gute Bands und da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Und die Leute freuen sich auch drauf. Da traut sich gar keiner, was zu essen oder zu trinken zu holen, weil die wissen, jeden Moment geht's hier los mit grandiosen Bands, die hier live spielen auf dem Tiger Fest. Das müsste auch eine Metalband gewesen sein, klang zumindest stark danach. Und um 21 Uhr spielt dann der Headliner. Ich freue mich drauf. Ach, sehr dreckig. Schau nicht auf den Boden, schau auf die Bühne, Kollege. Was soll denn das? Ja, alles sehr. Oh, sehr positiv. Sehr positive Tweets. Sehr grandios. So, was ich jetzt machen möchte, bevor hier die Band spielt, ich möchte wieder auf die Bühnensicht gehen, weil ich möchte hier gerne den Moshpit von der Bühne aus sehen, der sich jetzt bestimmt bilden wird. Oh ja. Schon lustig.
Hurra, das war's. Die hören gar nicht mehr auf mit dem Moshpit. So, das war's. Das war der Headliner des heutigen Fests. Und jetzt sieht man wieder, die Leute bilden sich in zwei verschiedene Gruppen auf. Die einen gehen zum Zelt und die etwas größere Gruppe geht geht zur Hälfte zur Toilette und zur anderen Hälfte zum Bus. Interessant. Interessant. Gut, das war's mit dem Tigerfest. Das, ja, vierte Tigerfest mittlerweile. Wieder sehr erfolgreich gewesen. Erfolgreicher denn je. Wenn man sich das mal ansieht, ist das durchaus, kann sich das durchaus sehen lassen. Da kann man auf jeden Fall sehr zufrieden mit sein. Und jetzt ist der letzte Tag, der Abreisetag. Leute schlafen noch, die Bands reisen ab. Die Tagesbesucher sind bereits abgereist. Und viel ist jetzt hier nicht mehr los. Das Lager vom Grillplatz ist leer. Ja, sollen Träger da bitte hingehen? Also ich habe die Träger irgendwie nicht so gut verteilt, ist so mein Eindruck. Ansonsten hier ist ein bisschen Schmutz. Warum ist da keine Reinigungskraft? So, ein neuer Morgen. Ein paar Leute spielen Volleyball. Einige müssen auf die Toilette. Einige müssen jetzt noch Geld abheben. Ich weiß nicht, was die vorhaben, aber nun gut. Und das war's. Wir beenden das Tigerfest. Da bekomme ich auch direkt zwei Steam-Errungenschaften. Das Tigerfest ist beendet. So, irgendwelche Ranglisten. So, die Bands, da haben wir überall Pluspunkte gesammelt. Die sind sehr zufrieden. Bei unseren Sponsoren haben wir ebenfalls einiges an Pluspunkten bekommen. Ja, unser Ansehen bei Bands, bei Sponsoren und bei Besuchern um jeweils 6 Punkte, bei den Besuchern sogar um 8 Punkte gestiegen. Sehr schön, da kann man sehr zufrieden mit sein. Und dann gucken wir doch mal, was es jetzt noch so für Neuigkeiten für die nächste Saison gibt. Was für eine Saison! Die 2025er-Saison ist vorbei und brachte einige Ereignisse mit sich. Es ist Zeit, einen Blick darauf zu werfen. Total bekifft! Flor hat ein fürchterliches Konzert gespielt. Schlagzeug nicht im Takt, Gesang in halber Geschwindigkeit und die Gitarre war völlig verstimmt. Das war das vergangene Konzert von Flor. Ticketempfehlung geben wir erstmal keine mehr. Oh, da sinkt die Konzertdauer und die Bühnengröße. Uiuiui. Wenig Glück für The Project in diesem Jahr. Obwohl The Project als sichere Gewinner der diesjährigen Grammys gehandelt wurden, konnte keine einzige Kategorie gewonnen werden. Es stellt sich unsererseits nun die Frage, sind The Project wirklich so gut, wie sie immer behaupten? Da sinkt die Popularität leicht und die werden deutlich günstiger. Interessant. Quartal 4 Endbericht. Real Drinks erwartet 2000% Gewinn. Die haben wieder einen hohen Gewinn gemacht. Den Text, den hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Den überspringe ich mal. Aber Sponsorenqualität steigt dadurch. Gericht bestätigt, Bankshopper hat alle Steuern bezahlt. Den Text kennen wir auch. Beziehung hat sich verbessert und die Sponsorenqualität steigt leicht. Ja, Bankshopper, das kann man ja so sagen, ist wirklich ein Sponsor, den wir fast jedes Jahr haben. Das ist wirklich ein sehr zuverlässiger und guter Sponsor. Und wenn da die Qualität noch weiter steigt, bin ich da sehr zufrieden und möchte mich gar nicht beklagen. Selena Babic, offiziell neuer CEO von Real Drinks. Mit der letzten Vorstandssitzung wurde Selena Babic offiziell als CEO von Real Drinks bestätigt. Für die Eventbranche könnte das eine große Chance sein. Selena Babic ist bekannt für seine Vorliebe an Festivals. Ich glaube, das soll ihre Vorliebe sein, oder? Das ist für mich ein weiblich klingender Name. Aber gut, was weiß ich schon. Und Antonio Kennedy, offiziell neuer CEO von Linkdrinks. Gleicher Text, Beziehung steigt, wir sind zufrieden. So, triff eine Wahl für die Band A Peppery Plenty. Wir könnten die Beziehung verschlechtern, deren Popularität sinken lassen. Dadurch sind die günstig. Oder schlechtere Beziehungen und günstigerer Preis. Naja, das ist ja im Grunde bei beiden Optionen sinkt der Preis. Hier sinkt die Beziehung ein bisschen stärker als hier, aber Popularität auch. Komm, nehmen wir das. Beziehung ist mir nicht so wichtig. Die Band soll einfach gut spielen. Recover Print, das ist eine Band, die bei uns schon öfters gespielt hat. Wenn deren Popularität steigt, wäre das bestimmt gut. Aber wenn die, ja komm, wenn die so mega günstig sind, das nimmt man doch mit, klar.
In beiden Fällen sinkt die Beziehung gleichmäßig. So, dann sparen wir uns da 10.000 Euro. Das war's mit dem diesjährigen Tigerfest. Gut, man muss sagen, der Gewinn war diesmal nicht ganz so hoch. Der Umsatz aber trotzdem höher. Ja, wir hatten einfach, weil das... Ja, das war einfach eine schwierige Fläche. Da hatten wir durch das Atomkraftwerk wenig Platz für Zelte. Dadurch konnten wir nicht ganz so viele Besucher aufs Tigerfest bringen, wie das schon mal der Fall war. Oder wie ich mir das gewünscht hätte. Aber gut, dann haben wir das auch mal gesehen. Ist doch auch eine Erfahrung wert. Gut, dann danke ich euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Festival Tycoon. Abonniert den Kanal gerne. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Festival Tycoon. Bis dahin und tschüss.